Und in unserem Landesstudio in Graz begrüße ich jetzt den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil von der SPÖ, der zurzeit auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz ist. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend nach Wien. Herr Landeshauptmann, gestern hat der Gesundheitsminister hier im ZIP2-Studio gesagt, die Länder seien als Spitalsbetreiber gefordert. Jetzt frage ich Sie als Vertreter der Länder, wie soll man denn die Misere in den Spitälern lösen? Ich glaube, da macht sich der Herr Gesundheitsminister ziemlich einfach, den Ball ganz einfach zurückzuspielen an die Länder. Ich glaube, das Gesundheitssystem, und da gebe ich den Ärzten, die jetzt aufschreien, die Alarm schreien, die sagen, das Gesundheitssystem wird gegen die Wand gefahren, da gebe ich ihnen recht. Aber das hat weitere Auswirkungen. Wir müssen uns zunächst einmal den ganzen niedergelassenen Bereich anschauen. Es fehlen Ärzte im niedergelassenen Kassenbereich und wir haben eine Situation, dass es mittlerweile in Österreich um fast ein Drittel mehr Wahlärzte gibt wie Kassenvertragsärzte. Das führt im Ergebnis, wenn man sich die inhaltliche Situation anschaut, dazu, dass die Patienten nicht mehr versorgt werden und natürlich in weiterer Folge, das ist ein logischer Schritt, in die Spitäler gehen, in die Ambulanzen gehen. Die Mitarbeiter in den Spitälern, sei es im Pflegebereich, sei es im medizinischen Bereich, werden dadurch mehr und mehr gefordert, bis hin überfordert und gehen weg, verlassen den Beruf oder gehen in den Wahlarzt. Herr Landeshauptmann, das ist Ihre, darf ich, Strukturproblem. Das ist die Analyse, die Sie treffen als Patientin oder als Patient. Finde ich das aber ziemlich frustrierend, wenn der Gesundheitsminister sagt, die Länder sind zuständig. Sie sagen, der Gesundheitsminister macht sich zu leicht. Die Ärzte mit Kassenverträgen sagen, die Kasse zahlt zu schlecht. Jeder spielt den Ball an wen anderen. Irgendwer muss doch bitte zuständig sein in Österreich dafür, dass Patientinnen und Patienten gut versorgt werden. Ich sage Ihnen was Frustrierendes in Österreich. In Österreich ist es frustrierend, dass wir jetzt wieder darüber diskutieren, wie können wir es finanzieren, aber niemand bereit ist und niemand in der Lage ist, die Strukturfrage zu stellen. Ich war diese Woche, und ich war sehr überrascht, 3 Tage in Dänemark. Eigentlich Dänemark das Pflegesystem zu beurteilen. Wo ich aber wesentlich überrascht war, ist, Dänemark hat keine Zweiklassenmedizin. In Dänemark, und dort ist die ärztliche Struktur nicht anders, in Dänemark gibt der Staat Garantien ab. Er gibt eine Garantie ab, bei dieser und jener Erkrankung wirst du innerhalb einer gewissen Zeit behandelt, du hast einen Rechtsanspruch darauf und das System funktioniert. Aber was gibt es nicht? Die vielen Kassen, es gibt nur eine öffentliche Gesundheitskasse und es gibt keinen einzigen Wahlarzt. Und ich habe in Dänemark einen österreichischen Arzt getroffen, der nach Dänemark gegangen ist, der gesagt hat, ich bin deswegen nach Dänemark gegangen, ich musste die Sprache lernen, weil es hier keine Zweiklassenmedizin gibt. Das sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Also dann werden wir auch die Bevölkerung wieder versorgen können. Nur wenn man sich das gestrige Interview des Gesundheitsministers genau anhört, dann ist diese Bundesregierung derzeit handlungsunfähig. Es wurde das Thema auf den Tisch gelegt, Kindergrundsicherung, Arbeitslosengeld. Die Antwort ist immer wieder, wir finden keine Einigung. Diese Regierung wird auch dieses Thema Gesundheitsversorgung, Spitals... Ich möchte gerne beim Thema Gesundheitsversorgung tatsächlich bleiben. Sie wünschen sich eine Strukturreform, das wünschen sich mehrere Akteure in Österreich. Übrigens auch der Gesundheitsminister hat das gestern gesagt, hat aber auch eingeschränkt, dass es das so schnell wahrscheinlich nicht geben wird, weil es derzeit nicht durchzubringen ist. Im Burgenland machen Sie gerade etwas anderes. Als burgenländischer Spitalserhalter und Betreiber haben Sie dort seit diesem Monat die Ärztehonorare angehoben. Das ist ja auch ein Mittel, um mehr Personal in die Spitäler zu bekommen. Wenn das im Burgenland geht, warum geht es im restlichen Österreich nicht? Schauen Sie, das ist nicht nur ein Mittel, mehr Ärzte in die Spitäler zu bekommen, sondern das ist auch ein klares Signal gegen die Zweiklassenmedizin. Wenn ich in andere Spitäler schaue, dann hat ja heute ein Arzt auch ein Einkommen über die Sonderklasse-Tarife. Das ist ja die klassische Zweiklassenmedizin über den Privatpatienten. Das muss man beseitigen. Das bedeutet aber, dass ich dem Arzt auch entsprechend bezahlen muss, dass er auch entsprechend verdient. Dann ist er nicht mehr von diesen Sonderklasse-Tarifen und Verträgen abhängig. Also das sind mir ganz wesentlich 2 Aspekte, die damit erfüllt werden. Auf der einen Seite Personal anzusprechen und Ärzte zu bekommen, aber auf der anderen Seite einfach einmal wegzukommen von dieser Zweiklassenmedizin. Das wäre natürlich viel, viel einfacher auf Bundesebene, das auch gesetzlich umzusetzen.
Wir, speziell jetzt wie im Burgenland, können nur einzelne solche Maßnahmen setzen. Aber das ist in der Gesamtschau mit Sicherheit unbefriedigend. Schaffen Sie nicht selber auch gerade zwei Klassen von Spitalsärzten in Österreich, wenn Sie besonders gute Verträge anbieten im Burgenland? Beinhaltet das doch die Gefahr, dass Sie woanders Ärzte abwerben, die in anderen Bundesländern notwendig werden? Ich schaffe, und ich hoffe, dass ich das zustande bringe, ich schaffe im Burgenland Spitalsärzte, die nicht abhängig sind von einer Zweiklassenmedizin und die jeden Patienten gleich behandeln. Das ist das wichtigste Ziel. Aber glauben Sie nicht, dass zum Beispiel jetzt der Ärzte aus der Steiermark, aus Kärnten sagen, ah, in Burgenland ist es besser, ich gehe dorthin, und Sie schädigen dort die Spitäler mehr durch diese Aktion? Nein, besser wäre umgekehrt, wenn auch diese Spitäler und auch diese Spitalsehalter sagen würden, okay, das ist der richtige Weg, wir wollen den Ärzten mehr bezahlen und der Preis dafür muss natürlich beglichen werden. Aber der Effekt ist weg von dieser Zweiklassenmedizin. Das wäre viel wünschenswerter. Kommen wir noch zum Pflegebereich. Da hat die Präsidentin des Pflegeverbandes Elisabeth Potzmann gestern gesagt, das Gesundheitssystem bricht zusammen. Die Politik hat viel zu lange weggeschaut. Es gibt viel zu wenig Pflegekräfte. Jetzt wäre Zuwanderung ein Mittel. Wir haben gerade vorhin berichtet über eine Familie aus Indien, wo die Frau Fachkraft war und abgeschoben wurde. Jetzt gelten Sie als jemand, der eher einen restriktiven Zugang hat zu Zuwanderung. Muss man da nicht auch was ändern? Ich habe sicherlich einen restriktiven Zugang, wenn es um Asyl- und fremdpolizeiliche Aspekte geht. Weniger, wenn es darum geht, Migration auch zuzulassen, dort, wo wir es benötigen. Und da gibt es nicht nur den Pflegebereich, aber besonders den Pflegebereich, wenn es darum geht, Fachkräfte zu bekommen. Ich selbst, und nicht einmal ich, verstehe diesen Fall, wie er sich jetzt zugetragen hat. Auf der einen Seite holen wir Pflegekräfte, auch das Burgenland holt aktuell 40 Pflegekräfte von den Philippinen. Und auf der anderen Seite schieben wir jetzt jemanden ab, der eigentlich in Ausbildung in diesem Bereich steht. Das geht für mich nicht ganz zusammen. Ich verstehe aber die Behörden. Die Behörden müssen gesetzeskonform handeln. Das ist ihr Auftrag. Da ist die Politik gefordert, für diese Fälle auch Lösungen zu finden. Jetzt wieder den starken Mann zu üben, mit einem Blick auf die Wahl im nächsten Jahr. Dieses Spiel hatten wir schon einmal, ich darf zurückerinnern, an Innenminister Fekter, glaube ich, war es. Und der nächste Schritt war, dass die damalige, die, ich glaube, es war Arikona, die abgeschoben wurde, am nächsten Tag wieder sofort reingekommen ist über einen Studentenaufenthaltstitel oder Schüleraufenthaltstitel. Ich glaube, auch in diesem Fall wäre das möglich. Das ist ein unsägliches Spiel. Das ist aus meiner Sicht sicherlich nicht okay. Ich möchte damit diesen Bereich Gesundheitspolitik abschließen für das heutige Interview, aber noch kurz zu einem anderen Thema kommen. Am Montag startet ja die Mitgliederbefragung in der SPÖ, wo es um die neue Spitze in der SPÖ gehen soll. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner hat da zuletzt viel prominente Unterstützung bekommen, unter anderem von 4 Altkanzlern, mehreren ehemaligen Ministerinnen und Ministern. Der ehemalige Bürgermeister von Wien unterstützt sie, sowie der aktuelle Bürgermeister von Wien. Inwiefern schmälert das dann Ihre Chancen? Schauen Sie, ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass wir diese Mitgliederbefragung machen, denn der Grundsatz dieser Mitgliederbefragung ist schon, dass jedes Parteimitglied eine Stimme hat. Und wenn ich nur den heutigen Tag Revue passieren lasse, war ich in Gradkorn, habe dort mit in etwa 100 Parteimitgliedern diskutieren dürfen, habe mich den Fragen und Antworten gestellt, und mir ist der Gewinn dieser 100 Parteimitglieder wichtiger wie der Gewinn von 4 ehemaligen Bundeskanzlern. Sie haben angekündigt, das Ergebnis zu akzeptieren. Jetzt gibt es auf dem Wahlzettel, was einige erstaunt, sogar eine vierte Option, nämlich keiner der Genannten soll es werden. Wenn denn dieser Punkt die meisten Stimmen bekommt, was passiert dann? Ja, das werden wir in den Gremien diskutieren müssen. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis. Da haben wir uns sehr bemüht darum, dass wir vielleicht nicht das beste Bild abgegeben haben, was auch die Organisation dieser Mitgliederbefragung betrifft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber durchaus auch eine Errungenschaft, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und ich hoffe, dass sich die Mitgliederbefragung in wesentlichen Elementen, insbesondere wenn zukünftig ein Spitzenkandidat oder ein Parteivorsitzender gesucht oder gewählt wird, aber auch wenn ein etwaiges Regierungsprogramm zur Entscheidung ansteht, dass die Mitgliederbefragung hier etabliert und eingeführt wird. Das wäre ein erster Schritt, ist sicherlich ideal. Ich kann nur für mich beantworten, das ist dann auch eine Mehrheit. Wenn die Mehrheit entscheidet, dass keiner der Gewählten eigentlich der geeignete Kandidat für den Parteivorsitz oder für die Spitzenkandidatur ist, dann gilt für mich, dann werde ich das nicht machen, weil das Mitgliedervotum ist aus meiner Sicht ein hohes Gut. Das Wählervotum ist ein hohes Gut und das gilt es zu respektieren.
Eine andere Frage, die sich natürlich stellt in diesen Wochen, ist, dass es wurde in den letzten Monaten schon von einer Spaltung der Partei gesprochen. Sie selber haben gesagt, es gibt große Bruchlinien, unter anderem, die auch entstanden sind durch pointierte Äußerungen ihrerseits. Inwiefern ist das denn möglich, das nachher wieder zusammenzuführen, wer auch immer diese Mitgliederbefragung gewinnt? Ich möchte schon betonen, dass das nicht nur meinerseits ist. Ich habe immer versucht, den inhaltlichen Diskurs, der sicherlich unterschiedlich war, zugegebenermaßen zu führen. Aber man sollte nicht so sehr jetzt auch in der Vergangenheit und in Wunden bohren und in der Vergangenheit wühlen. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit die wichtigste Aufgabe der Zukunft, dass wir den großen Bogen über die Sozialdemokratie, über die verschiedenen Strömungen, das ist ja auch gut so, dass es eine Meinungsvielfalt in der Sozialdemokratie gibt, diesen Bogen wieder spannen. Ob es gesamtheitlich gelingt, das wird man sehen. Aber ohne diesen Bogen zu spannen, wird man keine Wahl gewinnen können. Wenn Sie zweifeln, dass es gesamtheitlich gelingt, das klingt ein bisschen nach Spaltungsmöglichkeit. Nein, überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass es nicht gelingt. Das muss der Anspruch sein, dass es gelingt. Ich sage ganz im Gegenteil, wenn wir, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, wenn wir wieder Wahlen gewinnen wollen, dann braucht es einen Spitzenkandidat oder Kandidatin, keine Frage. Es braucht die wichtigen Themen, so wie heute eigentlich durchdiskutiert, keine Zweiklassenmedizin. Beispielhaft. Und auf der anderen Seite braucht es einen geschlossenen Parteiapparat von Wien bis in die kleinste Ortsorganisation, die für diese Themen brennt, die läuft, die Selbstbewusstsein ausstrahlt und dieses Selbstbewusstsein auch in die Bevölkerung überträgt. Das muss gelingen und das muss der Anspruch eines zukünftigen Spitzenkandidaten und Parteivorsitzenden sein. Die Mitgliederbefragung startet also am Montag. Dankeschön, Herr Landeshauptmann Doskozil, für dieses Gespräch. Dankeschön.